Und hallo und herzlich willkommen wieder zu Let's Play Classic, das Schwarze Auge Nordland Trilogie Teil 1, die Schicksalsklinge. Und das letzte Mal haben wir ja schon vom Hetman gehört und deswegen wollte ich mal zum Hetman gehen, um mehr zu erfahren, was es denn jetzt auf sich hat mit dieser Aufgabe, die der hat. Und wir gucken auf die Karte und sehen genau, in diese Stadt, in dieses Häuschen muss ich reingehen. Das ist nämlich das Haus vom Hetman. Für alle, die es nicht wissen, wo das ist. Hoch über der Stadt erhebt sich der Otterskin, der Hetleute, wo sich nicht nur das Wohnhaus von Hetman Tronde, sondern auch eine Kaserne und die berühmte Kartothek befindet. Das ist das, was wir vorhin gehört hatten, oder letzte Nacht gehört hatten in der Taverne, die wunderbare Kartothek. Vor dem schweren Tor in der Umwallung stehen zwei mit furchteinflößenden Äxten bewaffnete Hünen, offensichtlich Krieger der Hetgarde. Wohin des Wegs? Wir kommen von wegen dem Aufruf. Wir sind die Helden, die der Hetman sucht. Das sagen wir nur dem Hetman. Gut, wir sind die Helden, die der Hetman sucht. Das wohl, so ein Selbstvertrauen lob ich mir. Na dann kommt mal mit. Einer der Wachen führt euch in das große Langhaus, in dem Hetman Tronde gerade im Schein mehrerer Kerzen über alten Karten brütet. Nachdem ihr euch höflich vorgestellt habt, lassen wir diese Formalitäten. Sagte Hetman. Okay, lassen wir diese Formalitäten. Ihr glaubt also, dass ihr in der Lage seid, euch mehrere Monate durch die Wildnis zu kämpfen, um irgendetwas zu suchen, von dem ihr nicht einmal wisst, was es ist? Das wohl, das nenne ich Mut. Also, zur Sache. Torval ist in ernster Gefahr. Im oberen Bodirtal rotten sich die Orks zusammen und es sieht so aus, als hätten sie diesmal einen gemeinsamen Führer. Ja, da schauen sich Remira und Silvana dann nur an. Aha, Bodirtal, das kennen wir ja, ne? Das war ja schon mal früher so. Also vor hunderten Jahren sind auch die Orks über das Bodirtal bis nach Torval herangekommen. Und vor allen Dingen horchen sie auf, weil sie Orks sagen. Und ja, das ist ja auch genau der Auftrag von der Andergaster Geheimgarde. Der Hetman Tronde spricht weiter. Und wenn die Weissagungen nicht täuschen, dann werden es diesmal viele tausend sein. Es muss auf jeden Fall verhindert werden, dass die Orks bis nach Villenheim vordringen. Villenheim ist ein Ort, der im Bodirtal halt ist. So die letzte Ecke, bevor es halt dann schließlich in Fluss Richtung Torval weitergeht. Weil dann ein Krieg unvermeidlich ist. Ich habe die alten Sagen studiert und bin zu dem Schluss gekommen, dass es am besten ist, wenn man die Orks, vorzugsweise ihren Häuptling, so sehr beeindruckt, dass sie von ihren Plänen ablassen. Eigentlich wäre dazu Zauberei am besten geeignet. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Zauberer sind entweder inkompetent oder auf der falschen Seite. Also brauchen wir eine andere Methode. Da verziehen sich natürlich jetzt gerade die Mundwinkel von Remira und Silvana. Die fanden das jetzt überhaupt nicht toll. Schließlich werden Zauberer hier per se als inkompetent dargestellt und sie sind ja die Anführer der Truppe. Während natürlich die Naturdamen Traviana, Rusena, Arnhild und Myrnhild plötzlich ein breites Grinsen aufsetzen. Denn schließlich ist hier echte Kraft und echte Handwerksarbeit gefragt. Der Hetman fährt fort. Es gibt da eine Waffe, die seit mehreren Dutzend Jahren im Orkland verschollen ist. Grimring, das Schwert des berühmten Hetmans Hügelig, dessen Expedition nie zurückkehrte. Irgendwo im Orkland muss sein Grab liegen. Und dort wahrscheinlich auch das Schwert. Es heißt, dass die Orks damals eine Heidenangst vor der Waffe hatten und ihre Schamanen, oder wie sie sich schimpfen, haben ja angeblich so ein gutes Gedächtnis. Wenn wir also diese Waffe in unsere Hand bekämen,
und ein tapferer Krieger damit den Orks zeigen könnte, was eine Harke ist, dann hätten wir schon halb gewonnen. Entweder zerstreuen sie sich dann oder werden zumindest so in ihrer Moral geschwächt, dass wir sie ohne weiteres zurücktreiben können. Nun, nachdem ihr alles wisst, habt ihr immer noch den Mut loszulegen und euch auf die Suche zu begeben? Kleines Getuschel zwischen den beiden Magierinnen. Die anderen vier haben ja nichts zu sagen, auch wenn die natürlich voller Feuer und Flamme sind, durch die Natur zu ziehen da entsprechend. Aber wissen natürlich schon, dass sie hörig den Damen gegenüber sind, also den Magierinnen sind. Und dementsprechend heißt es dann schließlich auch aus dem Mund von... Wo habe ich es jetzt gerade? Mal die Leute nochmal nachgucken hier. Mensch, wenn ihr die Namen nicht so direkt seht. Genau. Also, Remira und Silvana unterhalten sich. Das könnte doch genau das Richtige jetzt sein. Wir müssen sowieso da lang gehen. Und wenn wir so gleich den Angriff der Orks verhindern können und den Häuptling umhauen können, was ja einer von den anderen da machen muss, wir dürfen ja dann nicht, dann haben wir doch schon mal unseren Andergaster-Auftrag doch schon ganz gut erfüllt. So viel dazu. Also, und wir sagen dann schon, aber da wäre noch eine Frage zu klären. Machen wir mal so. Ich kann euch eine Vollmacht erteilen, dass ihr euch im Zeughaus ausrüsten dürft. Und ihr werdet natürlich reich belohnt werden, wenn ihr zurückkommt. Noch ein kleiner Rat. Soviel ich weiß, lebt ein direkter Nachfahre von Hügelig, ein gewisser Isleif Olgason, in Felstein. Versucht doch dort einmal euer Glück. Gut, gleich mal aufschreiben. Isleif Olgason lebt in Felstein. Ein direkter Nachfahre. Der weiß bestimmt mehr darüber. Okay. Also, Schwert finden und dann Orkenoberhäuptling umhauen. Ganz klare Sache. Ja. Können wir da jetzt nochmal reingehen? Hoch über die Stadt. Na, 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 na. Nur umsehen wolltet, werdet ihr abgewiesen. Na gut, ich kann nicht nochmal reingehen. Alles klar. Ja, damit kann ich mich jetzt aber auch im Zeughaus ausrüsten. Ja, könnte man natürlich machen. Und gucken einfach noch mal so ein paar Sachen an, die wir sonst noch so hier haben. Gehen wir einfach mal hier durch die Gegend. Ihr steht vor einer Windmühle, einem Wunderwerk der Technik. Wollt ihr anklopfen und den Müller besuchen? Oh ja, können wir ja mal machen. Nach mehrmaligen Klopfen öffnet euch ein stämmiger Mann. Wenn ihr nichts zu malen dabei habt, dann schert euch weg. Und haltet mich nicht von der Arbeit ab, ihr Tagediebe. Na gut, will er nicht. Was haben wir hier? Um zum Chaldingard-Turm zu gelangen, müsstet ihr eine natürliche Brücke aus gewachsenem Fels gut 40 Schritt über dem Ufer überqueren. Aber auch schon von hier aus habt ihr einen fantastischen Ausblick über den Golf von Prem. Der gut 20 Schritt hohe Turm mit seinen Leuchtfeuer ist sicherlich weit zu sehen. Bedauerlicherweise öffnet niemand auf euer Klopfen, sodass euch die Möglichkeit versagt bleibt, bis nach Prem zu sehen. Ja, also das ist hier offensichtlich der Leuchtturm. Jetzt gehen wir nochmal hier weiter rein. Ah, was haben wir hier? Hoch über der Stadt steht die alte kaiserliche Festung, von den Torwalern Alta Ugdalf genannt. Hier befindet sich die Torwaler Kriegerakademie. Ah, Männer in Rüstungen. Eine zwar nicht sehr beeindruckende, aber notwendige und nützliche Institution der Stadt. Als ihr euch dem Tor nähert, wird euch der Weg von zwei schneidigen Jungkriegern versperrt. Halt, wer da? Rondra zum Gruß, die Parole. Was haben wir jetzt hier? Wir gehen ja schon wieder. Ogerschlacht, Rondra zum Groß. Naja gut, sagen wir mal Ogerschlacht.
Komm, Ogerschlacht. Ein Moment, ich frage nach. Okay, das war's wohl nicht. Alles klar, gucken wir doch mal weiter. Wir müssen jetzt noch ein bisschen hier mal durch die Stadt gehen. Wir brauchen noch ein paar mehr Informationen. Und natürlich müssen wir ja auch uns noch ausrüsten. So. Also, wo wollen wir denn jetzt nochmal hingehen? Wir haben ja nicht sonderlich viel Geld. Hier oben weiß ich, ist ein Krämer. Also ist schon. Wir können ja mal nochmal so ein paar. Moment. Können wir nochmal ein paar Häuser dann mal versuchen abzugehen. Ich habe schon gesagt, ich gehe jetzt nicht in jedes Haus rein. Sondern nur in bestimmte. Nein, das ist jetzt nicht richtig. Aber wir können auch mal kurz rausgehen. So, ach, ups, da kommt man nicht weiter. Kommt man hier weiter? Ja, da kommt man weiter. So. Wo sind wir jetzt hier? In das Haus wollte ich reingehen. Genau. Kutak, Sohn des Gardosch. Das rhythmische Klingen von Stahl auf Stahl erfüllt den dunklen Raum, als ihr eintretet. Der Schmied, ein Kerl wie ein Baum, mit einer groben Lederschürze, wirft ein Stück Metall in einen Wassereimer, als er euch bemerkt. Durch das laute Zischen hört ihr ein Svafnir mit euch, Fremde. Womit kann ich euch helfen? Du meine Güte, was für ein Hammer. Hier stinkt es wie ein Bärengewicht. Die Götter mit euch, Meister der Esse. Ja, der ist besonders gut und kräftig. Ja, da haben die Frauen gehörig Respekt vor. Ist ja ein richtiger Funskerl von einem Mann. Tröstet euch, es kann nicht jeder zum Schmied geboren sein. Die Götter geben, die Götter nehmen. Ihr seid bedauernswert, aber wenn ich euch helfen kann, lasst es mich wissen. Für euch mache ich einen Sonderpreis. Das ist doch schick. Und hier kann man halt Waffen reparieren lassen. Okay, brauchen wir aber jetzt nicht. Ich habe hier nämlich nichts zum Reparieren. Und sagt ihr denn noch was? Wahrlich, nur ein Beruf für die Härtesten der Harten. Der Mann grinst schweigend und spannt seine Muskeln an. Taugen die auch zur Arbeit, dass es so etwas überhaupt gibt? Ja, ja, so reagieren alle. Ihr seid bestimmt ein angenehmer Mann hier. Für euch Bauern hier sicherlich das Größte. Mir fehlen die Worte. Ihr seid bestimmt ein angesehener Mann hier. Also gut, zum Geschäft. Irgendwie will er jetzt nicht. Jetzt verstehe ich, warum euch niemand bestiehlt. Eine rechte Idiotenarbeit scheint mir. Welch ein Bild. Jetzt verstehe ich, warum euch niemand bestiehlt. Der Mann grinst schweigend, spannt seine Muskeln an. Seid ihr ein Handwerker oder steht ihr Modell? Götter, ist der niedlich. Wie meint ihr das jetzt? Worauf spielt ihr an? Worauf spielt ihr an? Na gut, lassen wir das. Was wünscht ihr? Tja, will er irgendwie nicht, ne? Ingerim mit euch, wandelt am Mund, möchte Muskelberg. Okay. Nun. Ja, ganz nett. Höchstens.
Ich verstehe euch nicht. Was meint ihr? So ähnlich habe ich mir das vorgestellt. Aha, na gut, mein Hammer klingt zwar auf Stahl besser als auf Fleisch, aber ich mache aber in manchen Situationen kann man keine Rücksicht mehr darauf nehmen. Es kommt zu einem massiven Handgemenge, in dessen Verlauf jeder von euch kräftig eines auf die Birne bekommt. Schnell gewinnt ihr allerdings die Oberhand. Kurze Zeit später, der Tumult war nun nicht mehr zu überhören, trifft die Stadtgarde ein und trennt euch energisch. Lasst euch hier bloß nicht mehr blicken, schreit euch jemand hinterher, als ihr hinausgeleitet werdet. Oh, also haben wir mal eben schnell ein bisschen, ein bisschen zu viel des Guten mit ihm bescherzt, sagen wir es mal so. Das Problem an der ganzen Sache ist, ich wollte eigentlich was ganz anderes erreichen, aber der gute Herr ließ sich halt zu nichts überreden, weshalb wir jetzt mit unserem Geld nochmal versuchen sollten, in die Ausstattung, Stadtausstattung zu gehen. Wenn ich mal weiß, wo die ist. Genau, ach, die ist ja gleich hier um die Ecke. Genau, die war ja gleich hier, zack, neben dem. Das? Nein. Da. Genau. Da ist das Zeughaus. Was wollt ihr hier im Zeughaus? Fragt euch ein alter einbeiniger Mann, der an einem Schreibtisch irgendwelche Listen vollkritzelt. Habt ihr einen Schrieb vom Hetman oder Yadra? Fährt er fort, ohne von seinen Papieren aufzusehen. Ja, haben wir. Hier. Holla, das ist ja schon seit Jahren nicht mehr vorgekommen. Haben wir Krieg? Naja, nicht mein Bier. Mich zieht sowieso niemand mehr ein. Kommt mit und ich zeige euch die Waffen, die euch zur Verfügung gestellt werden können. Sucht euch aus, was ihr braucht. Ist alles frei bis zum Wert von 30 Dukaten. Oho! Ist frei bis zum Wert von 30 Dukaten? Alles klar. Dann wollen wir doch gleich mal gucken. Ich habe 30 Dukaten hier. Tatsache! Oh, genial, muss ich echt sagen. So kommt man auch an Geld. Also, hat er mir doch was Gutes gegeben. 30 Dukaten. Und was nehmen wir jetzt? Wir brauchen noch ein bisschen was zum Ausrüsten. Zum Beispiel brauchen wir... Jawohl, ach, hier sind die ja viel günstiger. Wir brauchen noch eine Krötenhaut. Und mindestens mal zwei Waffenröcke. So, damit hätten wir schon mal die Schutz. Dann Zweihänder, nein, brauchen wir nicht. Schwerter. Eins. Ach, schade. Ein Schwert geht nur. Aber immerhin ein Schwert. Damit haben wir jetzt 24 Dukaten. Langbogen, Kurzbogen. Okay, und wir brauchen natürlich noch ein paar Pfeile. 20, 40, 60, 80 Pfeile. 6 Dukaten. Jetzt muss ich mal einen Taschenrechner rausholen, das weiß ich jetzt nicht. 80 Pfeile mal 5 macht 400 Heller, macht 4 Dukaten. 100 Pfeile sind dann 5 Dukaten. Dann nehmen wir 100 Pfeile, komm. Oder 99, viel besser. 99, denn wir können ja auch komplett alles verbrauchen. Und noch einen. So, und damit habe ich jetzt 100 Pfeile. Sieht doch gut aus. Dürfen wir jetzt auch noch feilschen? Komm, wir feilschen jetzt mal. Komm, 50% Triviane Precht. Ihr bringt mich noch an den Bettelstab. Aber nun gut, ihr sollt das Zeug haben. Die geben mir 30 Dukaten, dass ich einkaufe. Und dann kann ich jetzt hier feilschen gehen. Oh, dann kann ich ja doch noch was kaufen. Dann kann ich ja jetzt sogar noch... die Schwerter da. Eins. Ne, ein zweites reicht nicht mehr. Aber vielleicht, wenn ich gefeilscht habe... Dann nehmen wir jetzt nochmal... Ist das ein Schwert überhaupt? Ja.
falschen wir jetzt einfach nochmal. Komm, Traviane, leg noch was drauf. Haben wir jetzt 20%. Leg noch was drauf. 5%. Ich lasse mich doch nicht übers Ohr hauen. Die Waren bleiben hier. Oh, schon bin ich rausgeschmissen worden. Na gut. So viel zu dem Thema quasi. Aber ich konnte mich zumindest ausstatten. Und dann können wir jetzt auch gleich mal die ganzen Waffenröcke anlegen. Wunderbar. Gut, Draviane bekommt noch ein Schwert. Wie sieht denn eigentlich, wenn wir gleich mal die Attacke-Paradewerte angucken. Schwerter 9, 7, 8, 6, 8, 6, 9, 7. Mit 9, 7 ist die noch gut bedient. Ach so, das zweite Schwert habe ich jetzt nicht gekriegt. Okay. Alles klar. Also, Travian bekommt das Schwert. Grundwerte. 7, 8, 8, 8. Die können sich alle noch super geil bewegen. So. Mal gucken. 25 Pfeile kriegt jeder. So. Also 120 kann man da reinlegen. Nochmal 25. 25. 25, jawohl. Damit hat jetzt jeder 45 Pfeile. Und die sind absolut genial beweglich, weil sie nämlich jetzt hier so gut wie gar nichts auf der Haut haben. Sehr schöne Truppe, muss ich sagen. Hoffentlich funktioniert das auch so, wie ich denke, im Kampf. Ich habe dir noch gar nicht gesagt, warum ich mit der Truppe halt auch nur mit Jägern losziehe. Nicht nur, dass es die Andergaster Geheimgarde ist. Das ist auch ein kleines Experiment hier und ich hoffe, ich komme da auch durch alle drei Teile durch. Denn mit nur Jägern quasi zu spielen und zwei Magiern ist das doch schon etwas Besonderes, sag ich jetzt mal. So, habe ich jetzt eigentlich Geld? Ein Dukaten. Das reicht nicht für irgendwas Sonstiges, ja. Ich muss noch mal ein bisschen mehr hier in den Gaststätten herausfinden. Nein, das ist nur eine Taverne, das ist eine Herberge. Hier sind noch drei Gaststätten. Vielleicht klappt das ja bei denen. So. Hier? Ah ne, nochmal eins weiter. Genau, kurz bevor es rausgeht. 16 bis 3 Uhr. 15 Uhr hat noch nicht geöffnet. Das ist eine Herberge. Ah, der hat offen. Der hat schon um 15 Uhr offen. Roter Morgen. Die Taverne ist nicht schlecht besucht. An der Theke gibt es nur noch wenige freie Hocker. Der Wirt ist damit beschäftigt, seine Gäste zu bedienen. Ihr setzt euch. 6 Bier. Danke und gut, ja und ihr wollt euch das bestellte Bier, könntet ihr das haben? Ja, ihr kennt euch doch hier aus, oder? Gucken wir mal. Okay, in der Magierakademie die Magierakademie liegt am Nordtor, ganz in der Nähe des Piraine-Tempels. Okay. Doch sehr! Na, dann freue ich mich, dass ich euch hilfreich sein könnte, meint der Wirt und wendet sich wieder ab. Okay, was kommt jetzt hier? Ein Mann tritt zu euch an die Theke. Darf ich euch auf ein Bier einladen? Nein, danke, wir zahlen selbst. Pah. Na, dann eben nicht. Ganz wie ihr wollt, sagt er mit säuerlicher Miene. Ohne sich zu verabschieden, setzt er sich ans andere Ende der Theke. Ja, also... Ehrlich, wird man einfach von so einem Mann angesprochen in der Taverne? Kann doch nicht wahr sein.
Endlich wird es etwas ruhiger. Die ersten Gäste schicken sich an, den Weg nach Hause anzutreten. Die Erleichterung darüber steht dir wird ins Gesicht. Euch weiter an der Theke vergnügen. Ja, nehmen wir nochmal ein Bierchen. Und, naja, vielleicht wisst ihr ja nochmal etwas mehr. Fragen wir ihn noch einmal. Schon möglich, aber ich habe zu tun, meint der Wirt und wendet sich einem anderen Gast zu, der ebenfalls an der Theke steht. Nach einer Weile habt ihr die Bierkrüge geleert. Heda, noch ein Bier, ruft ihr laut. Ja, ja, ein Momentchen, ich komme schon. Kurze Zeit später steht vor jedem von euch ein weiteres Bier. Ein Mann tritt zu euch an die Theke. Darf ich euch auf ein Bier einladen? So langsam sind die sechs Damen halt auch schon ganz gut angeheitert und sagen natürlich jetzt mal gerne immer doch. Hey Wirt, Bier für mich und meine Freunde. Trinken wir noch mal ein und übern Durst. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Sinma Jasmason. Wir sind Traviana Rosena. Und das hier sind die Schwestern Arnhild und Mürnhild. Remira und Silvana halten sich bedeckt im Hintergrund und die vier Jägerinnen strotzten nur so davor, sich gerade um diesen Mann zu scharren quasi. Er erzählt ein wenig darüber, über den Ort. Das Interessanteste, was sie davor errichten weiß, ist folgendes. Die Drahtzieher sitzen im Eisenhof. Na super. Tja, nichts für ungut, Freunde, aber ich muss jetzt leider nach Hause. Es war nett mit euch, nett euch kennenzulernen. Er verabschiedet sich in aller Höflichkeit und verlässt die Taverne. Ja, damit schon wieder eine Stunde ins Land gegangen. Immer noch geht es in der Kneipe zu wie auf dem Marktplatz. Mag sein, dass ein paar Gäste die Kneipe verlassen haben. Genauso gut können aber auch neue Besucher hinzugekommen sein. Bei dem Lärm und Gedränge lässt sich das nur schwer feststellen. Ja, bleiben wir mal in der Taverne. Und wir nehmen noch ein Bierchen und der Wirt stellt für jeden einen. Naja, vielleicht wisst ihr doch etwas mehr. Kann schon sein. Also was denn? Ach, nichts Spezielles. Tja, ich weiß eine ganze Menge. Die Geraldsons sind für Torvaler Verhältnisse unvorstellbar reich. Okay. Geraldsons sind reich. Geraldsons sind reich. Okay, falls ich denen mal begegne, dann weiß ich, die sind reich. Oh, können wir nicht so wirklich viel mit anfangen. Dann will er wieder weg. Und wieder ein Mann tritt zu euch an die Theke. Darf ich euch auf ein Bier einladen? Und weil es den Damen jetzt immer mehr gefällt quasi und der letzte Mann ja so schnell wieder abgehauen ist, tummeln sie sich um den nächsten gleich, ne? Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Haska Jürgensson. Irgendwie heißen die alle Son. Er erzählt ein wenig über den Ort, das Interessanteste, was es zu berichten gab. Wenn ihr zu viel Geld habt, geht doch zu Störebrand. Wo ist denn eigentlich Störebrand? Und da ist er schon weg. Noch irgendwas, was ich gesehen haben sollte? Ja, der geht hier automatisch gerade weiter, während ich hier gerade gucke, wo ich eigentlich noch hingehen könnte. Ach, verlassen wir mal die Taverne. 3 Silberstücke, boah. Das ist ja nun echt Wucher, muss man echt sagen. Muss man echt sagen, Wucher. Was haben wir denn hier? Vor euch erstreckt sich das Gelände des Eisenhofs.
Ach, das ist das, was gerade gesagt worden ist. Des Torwalle Industriegebiets. Eisenhütten, Schmieden, eine Weberei und viele andere große Betriebe finden sich hier. Zu einer der Schmieden gehen, können wir Arbeiter ausfragen. Einen der Arbeiter ausfragen. Ihr strebt auf einen Bronzegießer zu. Hey da, guter Mann. Könnt ihr uns weiterhelfen? Wir sind neu in der Stadt und kennen uns nicht aus. Es soll euer Schaden nicht sein. Naja, ich bin auch nicht von hier, aber vielleicht interessiert euch Folgendes. Im alten Uckdalf ist jetzt eine Akademie. Ich habe gehört, die hätten letztens einige Schwierigkeiten gehabt. Uckdalf? Der Akademie? Das ist doch das, wo wir gewesen sind. Die Kriegerakademie, oder? Ja, ist vielleicht schon mal ein ganz guter Hinweis, ne? Und was haben wir hier? Hier steht am Eingang des Imann-Stadions. Heute herrscht hier gähnende Leere. Regelmäßige Spiele finden nur im Frühjahr und Herbst statt. Dann nur an Markttagen. Okay, also gleich mal aufschreiben. Das Stadion an Markttagen und immer im Frühjahr und Herbst. Was mich gleich mal zu der Sache verdonnert, mal auf die Uhrzeit zu gucken. Und es ist Markttag und wir haben den 18. Preios. Der 18. Preios ist der 18. Juli im Jahre 15 Hal. 19 Uhr, alles klar. Gut, jetzt gehen wir nochmal hier oben rein. Gucken wir nochmal nach einem der Schmieden. Ah, da haben wir doch den Schmied, der Eisenhof. Der Schmiede sieht man kaum in Hand vor Augen. Im Raum erfüllt vom Wasserdampf, Schwaden und dem Rauch der Esse. Ein Mann mit bloßem Oberkörper, breit wie ein Kleiderschrank, mit Armen wie Bäumen bearbeitet. Gerade ein Stück Metall, das wie eine Schwertklinge aussieht. Hier stinkt es wie ein Bärenkäfig. Jetzt verstehe ich, warum euch niemand bestiehlt. Erstaunlich, wie er das macht. Tröstet euch, es kann nicht jeder zum Schmied geboren sein. Ach so, das soll ein richtiges Handwerk sein. Wir müssen zufrieden gehen. Hauptsache, es stellt euch zufrieden. Wir müssen alle zufrieden mit unserem Los sein. Ihr Ärmsten, aber vielleicht kann ich euer Herz erfreuen, wenn es etwas besonders preiswertes mache. Was wünscht ihr? Okay. Hier kann man wieder nur das... kann wieder nur reparieren hier. Okay, gut. Dann suchen wir doch nochmal Taverne auf. Also, da waren wir, glaube ich, drin. Ne, hier waren wir drin. In der ersten waren wir nicht drin. Verlorener Heller. Genau, hier waren wir noch nicht drin. Die Taverne ist nicht schlecht besucht, an der Theke gibt es noch einige freie Hocker, der Wirt ist damit beschäftigt, die Gäste zu bedienen. Am besten mit ein paar Informationen, das lobe ich mir, gleich die Katze aus dem Sack lassen, sagt der Wirt lachend und verschwindet, um 6 Bierkrüge zu füllen. Nach einer Weile kehrt er zurück und stellt das Bier vor euch auf die Theke. Hier, trinkt erstmal, geht auf Kosten des Hauses. Das ist doch mal freundlich, muss ich gar nicht bezahlen. Nachdem ihr einen Kräftestuck genommen habt, schaut euch, wird fragen, also, was wollt ihr wissen? Ja, ihr kennt euch doch hier aus. Okay, tja, ich weiß eine ganze Menge. Die Magier hier sind recht fähig, aber es sind alles Heiden, durch und durch. Mhm. Also, die Magier hier vor Ort sind Heiden, das ist nicht gut. Magier sind Heiden. Wir sind allesamt 12 Götter gefällig, quasi. Das ist natürlich nicht so toll. Können wir nur wenig anfangen. Dann muss ich den anderen Gästen kümmern. Und ein Mann tritt euch an die Theke. Tritt zu euch an die Theke. Darf ich euch auf ein Bier einladen? Gerne. So langsam sind sie auf den Geschmack gekommen, dass wenn, je mehr Bier sie trinken am Abend, desto mehr Männer dürfen sie loslegen, sich an ihnen loslegen lassen. Ne? Ihr stellt euch vor, er erzählt ein wenig über den Ort und die Hetleute besitzen gut sortierte Kartothek. Ja gut, wunderbar, das kennen wir alles schon.
Ja, verlassen wir die und wir durften 6 Heller für einmal Bier trinken bezahlen. Wenn ich da jetzt nochmal reingehe und gleich wieder mit so ankommt, wollt ihr nicht vielleicht erst ein Bierchen trinken? Nein, wir haben keinen Durst. Da weiß ich wirklich nicht, was ihr wollt. Der Wirt wendet sich ab. Okay, natürlich. Na, habt ihr es euch überlegt? Ja, bringt uns 6 Bier. Eine Frau tritt zu euch an die Theke. Darf ich euch auf ein Bier einladen? Ja, natürlich. So langsam kommt mir das Bier zum Halse raus. Die lallen schon langsam, die Damen. Also das ist schon nicht mehr schön. Aber weil das jetzt hier Jasma Torsdorsdotter ist, ihr erzählt ein wenig darüber, die Beilunker Reiter haben eine Station in der Nähe der Fähre. Okay, die Beilunker Reiter haben eine Station in der Nähe der Fähre. Ja, das ist schon mal eine schöne Information. Denn, mal ganz klar zu sagen, da ist das. Okay, gut. Zum Beilunker Reiter könnte man ja auch noch gehen, aber jetzt bin ich echt fertig hier. Also wir haben so viel getrunken. Ja. Und wir haben vor allen Dingen viel ausgegeben. Das ist einfach jetzt zu viel des Guten. Sturzbesoffen. Klicken wir nämlich mal drauf. Ah, okay. Ist irgendwie keiner besoffen, aber Hunger haben sie. Okay. Nichtsdestotrotz gehen sie halt entsprechend weiter wieder raus. So, wo muss ich denn jetzt hin? Zum Beilunker Reiter wollte ich doch. Ihr steht vor einem etwa 3 Stockwerke hohen Turm, der ganz aus dunkelgrauem Basalt gefüllt zu sein scheint. Im Erdgeschoss könnt ihr einen Eingang, im Obergeschoss ein Fenster entdecken, die jedoch beide zugemauert sind. An der ehemaligen Tür hängt ein Schild, das einzige seiner Art in Torwall, mit der Aufschrift Zutritt verboten. Okay. Ein Turm mit Zutritt verboten. Ja, komme ich natürlich nicht rein. Und dies ist die Station des Beilunker Reiters. Von hier aus könnt ihr Nachrichten nach ganz Aventurien aufgeben. In diesem Abenteuer seid ihr jedoch auf eure eigenen Füße angewiesen. Okay, ein kleiner Gag im Spiel. Alles klar. Ja, dann machen wir uns jetzt mal in die Herberge. Damit wir nochmal in aller Ruhe schlafen können, beziehungsweise noch mal einen Stabzauber probieren können. Gehen wir mal hier rein. Das ist bestimmt am Enterhaken, ist bestimmt günstig. Vielleicht hat der Herr auch noch mal, vielleicht hat er auch noch irgendwas, was er mir sagen kann. Zu viel der Ehre für einen einfachen Gastwirt. Werden wir uns bestimmt sehr wohl fühlen. Wir futtern noch mal was. Gute Hausmannskost kriegen wir. Dann nehmen wir einen Schlafsaal, weil mehr können wir uns wieder mal nicht leisten. Wir sind auf unseren Zimmern und Silvana versucht gleich mal den Stabzauber. Und schafft den 2. Stabzauber, während alle anderen regenerieren und wir die Nacht wunderbar verbringen. 2 Lebenspunkte, 2 AE. Nur Silvana regeneriert nicht, weil sie sich die ganze Nacht über auf den Stabzauber konzentriert hat, was halt wichtig ist. 2. Stabzauber bedeutet, dass der Zauberstab eine
Fackel ist, gleichzeitig eine Leuchtquelle ist. Ihr kennt das ja bestimmt, so wie Gandalf seinen Stab auch erleuchtet, so passiert das hier im Prinzip auch. Gut, nur ein bisschen diese Informationen sortieren, was ich das letzte Mal bekommen habe. Ich habe bekommen, dass die Akademie Probleme hat. So, vielleicht hilft mir das ja noch weiter. Vielleicht kann ich heute aber auch noch mal in die hier eintreten, in die na, wo ist denn das jetzt eigentlich? Hier, genau, da ist das Zeughaus. Ins Zeughaus noch mal reingehen. So, ist alles frei bis zum Wert von 15 Dukaten. Jawohl, sehr schön. 15 Dukaten. Damit kann ich jetzt hoffentlich noch ein Schwert kaufen. Da. Mehr als ein Schwert brauche ich jetzt nicht. Aber wir versuchen mal ordentlich was rauszuschlagen. Will er nicht. Dann 20%. Will er auch nicht. 5% will er auch nicht. Kommen wir heute nicht mehr rein. So ein Mist. Kriegen wir das Schwert halt nicht. Na gut. Wenn wir schon mal Geld geschenkt bekommen, müssen wir uns doch auch ausnutzen. Hätte ich es mal so genommen. Gut, einmal jetzt hier rüber. Zack, zack, zack. Was haben wir hier für einen Tempel? Travia-Tempel. Einmal beten. Will er nicht. Passiert gar nichts. Die helfen mir auch gar nicht, die Götter. Da frage ich mich immer, was soll denn das mit den Göttern hier, ne? So, jetzt hier. Das ist die alte kaiserliche Festung. Alter Ugdalf genannt. Ja, hört, hört. Ugdalf, ne? Ihr habt doch Probleme, ne? Dann sagen wir doch mal gleich. Rondra zum Gruß. Besprechung mit Meister Dramosch. Nach einiger Zeit erscheint ein Zwerg in den besten Jahren angetan in ein blinkendes Kettenhemd. Ihr seht nicht aus, als wolltet ihr euch einschreiben, stellt er lakonisch fest. Aber wo ihr schon mal hier seid, könntet ihr mir bei einem Problem zur Seite stehen. Wie ihr vielleicht wisst, erstrecken sich die Festungsanlagen über viele Meilen Tunnel unter diesem Berg und führen auch zu verschiedenen Stellen in der Stadt. Nun, die obersten Etagen nutzen wir noch als Lagerräume. Den Zugang zu den Untergeschossen haben wir verrammelt. Und doch verschwinden immer wieder Ausrüstungsgegenstände. Mich als Zwerg scheint das ziemlich zu stören. Ja, sogar Waffen aus unserem Lager. Und neulich ist einer unserer Zöglinge dort unten spurlos verschwunden. Nun, ich habe nicht genügend Leute zur Verfügung, um die Keller systematisch zu durchsuchen. Und da wollte ich fragen, ob ihr diese Aufgabe nicht übernehmen wollt. 20 Dukaten Vorkasse. 50 bei erfüllter Aufgabe. Freies Recht in den Kellern mitzunehmen, was so rumliegt. Ah ja, sagen wir mal, gemacht, da sind wir dabei. Gut. Gut, besorgt euch die entsprechende Ausrüstung und kommt dann wieder Rondra zum Gruße. Ja, Ausrüstung besorgt, da muss ich gleich mal sagen, wir haben unsere Ausrüstung besorgt. Wir sind nämlich schon bereit. Viel mehr brauchen wir nämlich eigentlich auch gar nicht. Und es können durchweg alle 8 Bewegungspunkte. Ach, sehr schön, das freut mich. Alle können 8 Bewegungspunkte machen. Deswegen gehen wir gleich mal rein. Meister Dramosch erwartet euch schon am Tor. Als ihr eintrefft, ihr seid bereit. Ah ne, ihr seid bereit. Gut, dann lasst uns die Arbeit an die Arbeit gehen. Er führt euch in einen ehemaligen Eckturm. Mehrere Treppen nach unten und schließlich zu einer massiven, mit Eisenplatten beschlagenen Tür. Von jetzt ab seid ihr auf euch allein gestellt. Mögen die 12 mit euch sein. Ja, gehen wir mal da rein. Und ich sag mal, das ist gleich wieder ein wunderbarer Punkt, um eine Pause zu machen. Also, vielen Dank fürs Schauen und wir sehen uns im nächsten Teil wieder, wenn es weitergeht, bei Let's Play Classic, das Schwarze Auge.
Teil 1 Nordland Trilogie Schicksalsklinge. Oh, das wird immer viel länger, der Text. Also ich sag einfach, bis zum nächsten Teil.